Hey Leute und willkommen zu diesem Video. In diesem Video zeige ich euch meine absoluten Lieblingsorte auf Fuerteventura. Ich war Anfang des Jahres zusammen mit Katharina für 2 Wochen auf Fuerteventura und es war wirklich der absolute Wahnsinn. Wir hatten beide damit nicht gerechnet, dass Fuerteventura wirklich so, so schön ist und ja, wir hatten einfach eine richtig, richtig coole Zeit dort. Und ja, deswegen dachte ich mir, zeige ich euch einfach mal meine Lieblingsorte auf Fuerteventura und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Wir starten direkt im Nordwesten der Insel mit der kleinen Stadt bzw. dem kleinen Fischerdorf El Cotillo. El Cotillo war für uns auch die erste Station, wo wir übernachtet haben auf Fuerteventura. Und El Cotillo ist einfach eine kleine Stadt mit vielen weißen alten Häusern. Die Highlights in El Cotillo sind definitiv die Steilküsten, die hohen Wellen und der Sonnenuntergang. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also ich glaube, El Cotillo ist einer der besten Orte, wo ihr den Sonnenuntergang schauen könnt. Wir hatten einen Mietwagen und haben uns dort jeden Abend, fast jeden Abend mit dem Mietwagen direkt an die Steilküste gestellt und den Sonnenuntergang geschaut und es war wirklich traumhaft. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr ein bisschen herunterkommen wollt, wenn ihr wirklich schöne Sonnenuntergänge sehen wollt, dann empfehle ich euch definitiv El Cotillo. Nummer 2 ist definitiv der Vulkan Calderón Hondo. Der Vulkan befindet sich auch im Norden von Fuerteventura, relativ mittig, auch gar nicht so weit weg von El Cotillo. Der Aufstieg dauert circa, ich glaube, so 20 Minuten, liegt ganz dran, wie schnell man läuft. Ich glaube, wir waren relativ schnell, als wir da hochgelaufen sind. Packt euch auf jeden Fall gutes Schuhwerk ein und es wird auch sehr, sehr warm und packt euch genug zu trinken ein. Das kann ich euch nur empfehlen. Der Weg nach oben ist wirklich super schön, weil umso höher ihr kommt, umso mehr denkt ihr, ihr seid nicht mehr auf der Erde, sondern irgendwie auf dem Mars, weil der Ausblick wirklich der absolute Wahnsinn ist und ich habe noch nie sowas vorher in meinem Leben gesehen. Ich habe dort natürlich auch meine Drohne steigen lassen und das war das absolute Highlight für mich. Die Aussicht, die Videos, die ich hier einblende gerade, die sind wirklich so, so schön geworden und das ist einfach eine richtig schöne Erinnerung. Wir sind dann einmal um den Krater herumgelaufen, wollten auf der anderen Seite wieder runterlaufen und da haben wir dann auch noch Streifenhörnchen haben wir dort gesehen, die ich auch noch nie in meinem Leben gesehen habe und die auch mega, mega süß sind und die auch relativ zutraulich waren. Und von dort oben habt ihr einfach die Aussicht über die ganze Insel und es sieht einfach surreal aus. Ein weiterer Lieblingsspot von mir waren definitiv die Sanddünen von Corea Lecho, die im Nordosten der Insel liegen. Dort befindet sich eine sehr, sehr lange Straße, die wirklich nur durch Sanddünen führt und die auch direkt am Meer liegt. Wir waren bestimmt 2 oder 3 Mal zum Sonnenuntergang bei den Sanddünen und wir haben direkt an der Straße geparkt, sind dann einige Meter tief in die Sanddünen reingelaufen. Und besonders zum Sonnenuntergang kann ich euch das nur empfehlen. Das Licht zur Golden Hour in den Sanddünen ist wirklich so schön. Ja, das ist definitiv ein Must-Do auf Fuerteventura. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass ich mitten in der Sahara stehen würde, weil es einfach genauso aussieht, zumindest von meinen Vorstellungen. Kommen wir zum nächsten Ort und das ist das Fischerdorf Ahui. Ahui ist wirklich sehr, sehr klein und liegt im Westen der Insel. Als wir auf Fuerteventura waren, hatten wir wirklich nicht so wirklich Ahnung, was es eigentlich alles auf Fuerteventura gibt. Und eines Tages sind wir einfach losgefahren, wollten uns irgendwo den Sonnenuntergang angucken und sind dann aus Versehen in Ahui gelandet und waren total überrascht. Ahui ist wirklich sehr, sehr klein, aber in Ahui ist der Strand komplett schwarz und es liegt in einer kleinen Bucht. Und einer der schönsten Sachen ist auf jeden Fall der Sonnenuntergang auch, weil die Sonne wirklich über dem Meer untergeht. Zudem ist es in Ahui sehr, sehr windig. Ich hatte auch sehr Angst, meine Drohne dort fliegen zu lassen. In Ahui gibt es auch Höhlen direkt am Strand, die ihr euch angucken könnt. Und Ahui ist auch sehr, sehr bekannt dafür, dass dort mal Piraten gelebt haben. Der nächste Ort, wo ihr unbedingt hin müsst, sind die Sandbänke Playa de Sotavento de Yandia. Ich muss das hier mal kurz ablesen, sonst kann ich das nicht richtig aussprechen. Diese Sandbänke sind wirklich der absolute Wahnsinn, weil man sich fühlt, als wenn man in der Karibik wäre. Dort könnt ihr in kristallklarem blauen Wasser schwimmen gehen und als wir vorher die Bilder davon gesehen haben, wir konnten es erst noch gar nicht richtig glauben, weil wir dachten so, hey, gibt es sowas auf Fuerteventura? Aber es gibt es. Fuerteventura ist sehr, sehr vielseitig und nicht so eintönig, wie man vielleicht vorher denkt. Und wenn ihr mal schwimmen gehen wollt, kann ich euch diesen Ort wirklich nur empfehlen. Der nächste Ort nennt sich Cofete. Cofete liegt im Süden der Insel und ist ein riesiger Strand, eine riesige Bucht, weit weg von normalen Straßen. Wenn ihr nach Cofete fahren wollt, müsst ihr circa, ich glaube es war circa eine Stunde, circa 1,5 Stunden über eine Schotterstraße fahren, die nicht so angenehm ist, aber es lohnt sich trotzdem, dass ihr nach Cofete fahrt, weil Cofete wirklich aus einem riesigen Sandstrand besteht, direkt an einem Hang von einem Gebirge. Das Gebirge geht quasi direkt zum Strand über und
einfach ein Gebirge direkt am Strand zu sehen, das war auch ja was Neues für mich. Das Einzige war halt, dass man wirklich lange dahin fahren muss, was ein bisschen anstrengend war, aber im Endeffekt hat sich das mega gelohnt. Der letzte Ort auf meiner Liste nennt sich Faro de la Etalada und zwar ist das ein Leuchtturm, der befindet sich im Osten der Insel auf einer Klippe, würde ich sagen. Und auf dem Weg dorthin müsst ihr eine steile Straße hochfahren, die auch an den Seiten relativ steil runtergeht. Also fahrt da bitte vorsichtig hoch und wenn euch ein Auto entgegenkommt, müsst ihr echt aufpassen, dass ihr den Hang nicht runterfallt. Wenn ihr oben seid, habt ihr wirklich eine super schöne Aussicht auf das Meer. Ihr seid wirklich hoch über dem Meer. Ich weiß nicht, wie viele Meter, aber die Aussicht ist wirklich der Wahnsinn. Es ist sehr, sehr windig, aber die Aussicht ist, wie gesagt, wieder richtig, richtig schön. Dort gibt es auch einen Weg, wo ihr direkt an die Klippen laufen könnt und da gibt es eine kleine Aussichtsplattform oder ja, ihr könnt die Felsen hochklettern. Das ist auch richtig, richtig cool, wie wir das gemacht haben. Wir haben übrigens ein Musikvideo auf Fuerteventura gedreht. Wer das ganze Video sehen möchte, kann sich gerne den Link in der Beschreibung angucken. Dort seht ihr wirklich noch einiges von Fuerteventura und ja, es war einfach eine richtig, richtig coole Erfahrung. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen, welche Orte ihr auf Fuerteventura besuchen solltet. Oder generell, dass ihr mal nach Fuerteventura fliegen solltet. Es lohnt sich wirklich unglaublich. Ihr werdet es nicht bereuen. Und wer schon mal auf Fuerteventura war, kann mir mal in die Kommentare schreiben, was eure Lieblingsorte sind, wo ich vielleicht auch nochmal hinfahren sollte, wenn ich das nächste Mal auf Fuerteventura bin, weil ich habe ja auch nicht alles gesehen. Das waren jetzt so meine Lieblingsorte. Und ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.